Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich entschuldige mich schon mal jetzt gerade für diese Low-Qualität, aber wir haben erst 5.38 Uhr. Ich bin vor 8 Minuten jetzt aufgestanden, weil ich heute auf ein Hobby-Turnier fahre und da ist meine Tasche mit den Pferden und ich mache mega excited. Also Leute, ich bin jetzt schon da und ich sitze jetzt mit den Mäusen. Okay. Aber auf jeden Fall ist jetzt schon Stil, oder? Ja, da mache ich dann auch noch mit, aber ich bin noch nicht dran. Toll. Meine Motivation, diesen Vlog hier zu schneiden, nicht existent. Deswegen mache ich mir jetzt einen Red Bull auf. Nur sponsored. Ich habe auch keine andere Sorte dazu da. Und oh mein Gott, hat es gerade gespritzt? Hat man das gesehen? Was, du bist noch nicht mal gestartet. Ich weiß, aber ich kann nicht. Ich hab so Angst, ne? Moin! Erstmal. Wow. Alle bitte folgen Kathi-Tanja und Co. Instagram und TikTok. Mhm. Danke. Ja, mir auch. Mich auch abonnieren. Erstmal vor Eigen. Ja, willst du auch Eigenwerbung machen? Ja, Kathi.frikadelle. Nice. Okay, Leute, ich glaube, ich bin gleich dran. Die Süße. So, Leute, dann war schon meine erste Prüfung. E-Stil. Und ich war mit der Runde relativ zufrieden. Ich bin zwar nicht platziert worden oder sowas, aber ich war trotzdem relativ zufrieden für Stil. Ja, also hier auf diese Linie fand ich, die war richtig gut. So, dann jetzt aus der Ecke heraus. Die Zügel hätte ich, glaube ich, ein bisschen kürzer nehmen können. Aber das war auch gut. Und jetzt hier bei dem Ochser, der Galoppwechsel. Ich lieb's. So, die Trippelbarre war auch richtig gut. Weiter und jetzt, oh mein Gott, dieser Galoppwechsel. Das belief. Ich war mit der Runde sehr zufrieden. Und, ups, da muss ich noch was verpixeln. Ich war mit der Runde sehr zufrieden, aber ich war leider nicht platziert. So, Leute, das nächste war das E-Zeitspringen und mit dem war ich auch sehr, 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 sehr zufrieden. Ich habe dann noch kurz gewartet, so, und bin dann hier aber dann gestartet, richtig gut. Dann bin ich hier vor der Trippelbarre rum, so, weiter zu diesem Ochser, dann eng da in diese Kombination, würde ich sagen. Dann also bin ich nur so gesprungen, um noch da vorne rumzukommen und hier jetzt ganz eng rum. Ich glaube, das hat außer mir nur eine andere Person noch gemacht. Und dann bin ich auch schon über den letzten Ochser und ins Ziel und die Runde war mega gut. Machst du YouTube-Video? Ja. Hallo. Hi. Hier ist einfach jetzt vorbei, also Stil und Zeit. Und ich bin einfach Dritter geworden. Zeit. Disbelief. Rast wirklich aus, ne? Oh mein Gott. Wenn ich wegen der Hintergrundmusik gesperrt werde, ne? Dann raste ich aus, weil ich kann dafür nichts. Prost, Alter. Aber ich habe erstmal bei der Siegerin meine Schleife verloren. Ich lieb's. Ich glaube, jetzt ist dann L. Aber da reite ich nur Zeit. Das heißt, ich habe noch Zeit. Wow. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. So, Guys, dann war L Zeitspringen und mit dieser Runde bin ich wirklich so zufrieden gewesen. Hier auch wieder vorne rum. Und dann hier weiter groß über den Ochser geflogen und dann hier auch ganz, ganz eng rein. Und da bin ich leider, habe ich es nicht geschafft, ganz vorne rumzugehen, aber auch hier eng rum, schräg darüber weiter und dann noch hier auch wieder vorne rum über den Ochser und da bin ich förmlich ins Ziel geflogen. War gerade L-Zeit, das bin ich gestartet, habt ihr ja gesehen. Und ich habe eigentlich voll das gute Gefühl, ich glaube schon, dass ich platziert bin. Und jetzt habe ich Lovely, weil mit ihr starte ich dann M und gehe dann mit ihr schon mal die Siegerehrung, dass sie warm wird. Hier sind unsere ganzen Sachen, wirklich der Haufen des Todes. Die Pferdchen. Und wir gehen dann, also ich gehe M Zeit, du gehst glaube ich M beides, oder? Zeit und Spiel. Ja. Nicht geile Film. Warte.
Ja. Oh, geil. Bewertet mal ihre Piaffe in den Kommentaren. Vergleiche Siegerehrung und ich hoffe, dass ich platziert bin. Guys, I can't believe it. Ich bin einfach erster Platz geworden. Ich rast einfach immer noch aus. Es ist so krank. Ich bin einfach gerade erster geworden. Ich rast wirklich aus. Oh mein Gott, ich rast aus. Excuse me, können wir ganz kurz anstoßen? Jetzt ist M-Zeit und MS. Was? MS? Gehe ich noch Mächtigkeit springen und vielleicht noch Barrel Racing, wenn es noch ist, aber. I've been stuck on a memory. But it's not like I need it. And you may have some history. But we don't have to repeat it. So Leute, dann war meine M-Zeitrunde und mit der war ich auch sehr, sehr zufrieden. Also hier bin ich auch vorne rum. Das macht mich sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Da bin ich so über den Oxer geflogen. Dann auch da eng rum. Und auch hier die Trippelbarre bin ich sehr gut angeritten. Bin ich schön drüber gekommen. Hier auch wieder eng habe ich da versucht schön rum. Und dann auch da wieder vorne rum zum Ox. Habe dann einen mächtigen Satz gemacht und bin dann ins Ziel geflogen. Ich bin Zweiter geworden und oh mein Gott, ein Zufall für mich. Ich bin jetzt Dritter, Zweiter und Erster geworden. Ja. Ob ich nicht reiten darf. Oh, hot. Wow. I just need to clear. So, dann war meine ganz, ganz tolle S-Stilprüfung dran, die ich eigentlich gar nicht gehen wollte, aber dann doch spontan gegangen bin, weil das S-Zeit ausgefallen ist und ich dann doch irgendwie Bock bekommen habe und es war richtig gut. Ich hatte keinen Abwurf, obwohl der Parcours halt sehr hoch war und ich fast jeder hatte einen Abwurf, aber ich halt nicht und ja. Ja, also die Runde war richtig, richtig gut und ich fand sie persönlich auch richtig geil. Also der Parcours war auch nice und dann hier noch über den letzten Oxer bin ich wieder geflogen und war dann auch fehlerfrei. So, dann war noch Mächtigkeitsspringen. Da habe ich euch einfach so eine kleine Combination gemacht aus meinen ganzen Sprüngen. Ich habe dann bei 1,30 habe ich geschafft, aber 1,32 habe ich dann nicht mehr geschafft, aber ich bin trotzdem stolz auf mich, weil hallo 1,30. Ich bin jetzt mit Sienna im Mächtigkeitsspringen Dritter geworden und ich habe 1,30 geschafft. Bei 1,32 bin ich leider rausgeflogen. Stolz, weil ich habe 1,30 geschafft, mein neuer Rekord. Und alle dachten, dass ich gewinne, habe ich aber nicht. Und jetzt ist noch Dressur, da mache ich gar nichts. Aber dafür macht die Olle was. Digga, du hast mich gefickt, weil ich mich gekratzt habe. Hallo. Ja, genau, ich bin Max Freund, ne? Ja. Das hört sich irgendwie falsch an. Sag dein Insta, mach Eigenwerbung. Ganz sicher. Boah, boring. Auf jeden Fall ist jetzt Dressur und... Genau. Reitest du auch mit Max? Nein. Aber ich mit dem roten Gaul. Ich reite gar keine Dressur. Okay. Ach, sie wollte auch Hi sagen. What's the name of your horse? Mona. Mona, süß. Ja, jetzt ist Dressur und ich bin gefühlt der Einzige, der nicht mitreitet.
bist du schon jetzt tot? Wetter mit Hobbyboard, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wunderschön. Oh mein Gott, kann jemand mit einem Einrad fahren? Ich habe Angst vor den Rutschen. Oh mein Gott. Was ist das? Wir warten jetzt auf die Siegerehrung von der Dressur. Ich habe ja nicht mitgemacht, aber die. Und wir hoffen, sie ist platziert. Na, Anita hat auch mitgemacht und wir hoffen auch, dass sie natürlich platziert ist. Ich hoffe, dass sie erste wird, weil sie ist zu Bling Bling geritten. Sie ist zu Bling Bling geritten und ihre Kühe war mega. Deswegen muss sie erste werden. Sonst raste ich auch aus. Hallo Leute. Hallo. Hi. Okay. Warte, ich muss jemanden grüßen. Ich grüße Lena, Kathi, Rose Gold. Dann grüße ich Kathi, July, Volksmann. Und ich grüße Johanna, Kathi, Rose Gold. Ich grüße meine beste Freundin Anna. Hübsch. Ja. Und ich grüße den Weihnachtsmann. Und ich grüße mein Papa. Nein. Ich grüße meine Eltern. Ich grüße Pferde. In Love sind die beiden. Ja. Sag mal. Hi. Ha? Zwei knüpfende Pferde. Süß. Süß. Kann ich mir bitte draufschreiben, dass es Pferde. Ist auf einmal so leise. Es ist halt wirklich so leise. Hallo. Ich grüße immer noch Lena. Grüße Johanna. Eigenwerbung machen für eure Insta. Ja, Hobby Ording Girls ist hier. Und ich kann die Maggis. Ja. In der Nähe treffen wir auch. Richtig toll hier. Ganz toll. Ja, der ist fest. Ach, ich auch. Ihr seid beide Wetten platziert. Auf dem Platz. Startnummer 39, Startnummer 49, Startnummer 4, Startnummer 3, Startnummer 25, 11, 10 und 11. Oh mein Gott! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist einfach erste geworden. Ich sag dir, deine Blinkkühe hat überzeugt. Ne? Vielen Dank! Aber das war wirklich gut. Oh mein Gott, sie hat einfach gewonnen! Oh, wo bist du? Finn! Also, ich wollte hier nochmal auf jeden Fall Werbung machen. Hier, Hobby auf. Erstmal halt öffnen, wartet mal. Hier, gönnt euch. Hier, alle Folgen. Ja, super, danke schön. Okay. Auf YouTube habe ich 1001. Grüße an meine Klasse und an meine Kopfballklasse. Was die Fotos? Deine Bling Bling hat's rausgeholt. Die war schon wild. Ihr habt sie nicht gesehen, ne? Aber. So, zum Schluss bin ich dann noch Bear Racing mit Diamant von @kdfrikadelle auf Instagram gegangen. Und ja, das war eigentlich auch sehr, sehr gut. Also ich bin gerade noch mit dem Hotten hier Barrel Racing gegangen. Und es war eigentlich, ich habe echt das gute Gefühl. Also ich könnte, glaube ich, schon Top 3 oder so, ist, glaube ich, schon drin bei mir. Ja. Quacky. Das erste Mal, dass wir zusammen platziert sind. Was denkst du, welcher Platz wirst du? Siebter oder Sechster, keine Ahnung. Mit einer Zeit von 10,80 Sekunden hat Startnummer 22. Und Platz 1 mit einer Zeit von 10, Zweiter. Du bist Dritter. 10,76 So Leute, ich habe vergessen, ein Outro zu drehen, deswegen mache ich das jetzt. Mir hat das Turnier auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es war mega cool und ich würde es wieder machen. Hier ist mein Pokal, den ich gewonnen habe. Und ich bin mega stolz.
Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Für mehr schaut doch auf Instagram vorbei. Da heiße ich Pferde-Max. Da gibt's noch mehr Content von mir und auch Daily Content. Und ja, oh mein Gott. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Ich hab euch ganz so lieb. Ciao.